Ja, Leute, und damit kommen wir wieder zurück zu Tomb Raider. Wir wollten auf jeden Fall jetzt in das Grab mal reingehen. So, da werden wir jetzt auch mal reingehen. Uns erstmal hier umgucken. Warte mal, ich gehe erstmal hier hin. Irgendwas da ist Munition. Hier ist ein Schrank, den können wir aufbrechen. Zack. Modifizierung verfügbar, verbessern deine Waffen im Lager. Ja, okay, wissen wir ja Bescheid. Das heißt, wir haben wieder genug Punkte. So, dann geht's erstmal hier hin und wir halten uns erstmal fest. So. Dann quetschen wir uns erstmal hier durch. Aber ich würde mal gerne wissen, was für einen Bogen wollen wir denn jetzt mittlerweile noch kriegen? Wir haben doch schon den super Top-Bogen, den man sich holen kann, den es für Geld gibt. Keine Ahnung. Muss mir mal erklären, was es da noch für einen besseren Bogen geben kann. Naja. So, auf jeden Fall das hier mal aufmachen. Da ist noch so eine Kiste. So, zack. Gewehr, alles klar. Wir haben das Gewehr wieder neu gefunden. Alles klar, guck ich mir gleich direkt mal an, was das für eins war. Angesenkt. Was ist wohl deinem Besitzer zugestoßen? Tja, keine Frage, keine Ahnung. Auf dem Schild ist ein Name. Millie. Millie. Okay. War wohl eine jüngere Besitzerin. Die wahrscheinlich hier gestrandet war. So, okay. Erstmal hier durch wieder. Das geht jetzt nicht. Ach so, das geht jetzt nicht. Ja, dann ist natürlich blöd. Tut mir leid, Leute, dass wir jetzt hier ohne Fackel durchgehen. Wir machen wir sie jetzt wieder an. Das geht jetzt nicht. So, hier ist die neue Waffe. Kommandogewehr. Waffen modifizieren Sturmgewehr zu Kommandogewehr. Cool. Wie sieht das aus? Bin ich ja mal gespannt. Ausrüstung. Gewehr. Was haben wir denn jetzt? Das sieht ganz, ganz normal aus. Also da hat sich jetzt nicht wirklich viel verändert, muss ich sagen. So, was können wir denn jetzt hier noch kaufen? Erhöht den Zoom, verbessert so die Präzision, entfernen und drücken Sie Y für Zoom. Ja, machen wir. Dann haben wir so eine Art Scharfschützengewehr, kann man schon fast sagen. Gut, Skillpunkt haben wir jetzt keinen mehr. Mal gucken hier, wie sieht das aus? Ah, okay, cool. Ja, cool. Die Waffe sieht doch nicht schlecht aus. Okay, ja, mal umsehen mal gerade. Was haben wir hier? Haben wir gar nichts, ne? Ist hier was? Aber hier geht's irgendwie durch, ne? Das war ein Teil der Ich Forschungsanlage. weiß, was hier los ist. Das Wurden Rätsel sie kenne ich wirklich noch. hergeschickt, um die Stürme zu untersuchen? Das Rätsel kenne ich noch. Der Strom ist noch da. Wie kann das sein? So, erstmal hier hoch. Es Hey, muss ein Leute. Weg über dieses Wasser geben. Das Rätsel kenne ich sogar noch. Da weiß ich wirklich, was ich machen soll jetzt gleich. So, erstmal das abfackeln. So, wir müssen jetzt erstmal das da kaputt schießen. So, wir wollen jetzt hier fast nur den Bogen und Pfeil brauchen wir hier fast nur. So, komm mal hier hin. Nee, warte, ich muss noch mehr rüberholen. Noch mehr. Noch mehr. Ach, verdammt. Es hängt hier so ein bisschen. So, sehr gut. Kommen wir nämlich hier hin. So. Schnell rüber, schnell rüber. So. Tut mir wirklich leid, Leute, dass das Rätsel jetzt so schnell gehen wird, aber ich kenne das Rätsel wirklich noch, weil ich habe hier
sehr, sehr lange dran gehangen, weil ich einfach nicht gecheckt habe, was ich machen musste. Tut mir wirklich leid, dass ich das Rätsel jetzt so schnell löse. So, dass sie nämlich hochziehen. Scheiße. War schlecht getimed. Aber passt. Passt auf jeden Fall. Ziehen wir noch ein Stück rüber, so. Ja, es passt, alles klar. Ja, man musste nämlich die, diese Laterne da drauf tun. Oder das Ding, was der Strom halt ins Wasser leitet. Das habe ich einfach nicht gerafft. Mir ist es einfach nicht eingefallen, dass man das da drauflegen kann. Weil du musst nämlich gleich durch das Wasser hier laufen. Oder ich glaube sogar eher jetzt muss ich da durchlaufen. Ja, ich muss da durchlaufen. Stimmt, sorry. Und das habe ich, wie gesagt, einfach nicht gecheckt. Aber, ja, tut mir leid, dass ich das jetzt so schnell gelöst habe. Aber das ist mir wirklich noch... das Rätsel ist mir noch im Gedächtnis geblieben. Weil es wirklich das komplizierteste Rätsel sogar war, glaube ich. So. Müssen wir nämlich dann hier hoch. So, und dann sind wir auch, glaube ich, schon da. Artefakte aus einem alten Graben. Wonach haben sie gesucht? Gute Frage, ne? Grab durchsucht. Ja. Dann war es das nämlich auch schon. Und wir können hier wieder raus. Naja. Also ich sag noch einmal, das letzte Mal jetzt Entschuldigung Leute, dass es wirklich jetzt zu schnell ging, aber das Rätsel ist mir wirklich noch im Gedächtnis geblieben, weil das so kompliziert war damals. Aber gut, ist auch natürlich besser für euch, so hänge ich nicht ewig an den Gräbern dran. Und so seht ihr auch mehr vom Spiel, sag ich mal, ne? So, quetsch, quetsch, quetsch. So, jetzt müssen wir wieder rechts, glaube ich, ne, oder? Oder musste ich hier lang? Ne, ich musste hier lang, ne? Ja, von rechts kam ich ja, glaube ich. Und hier kann ich mich wieder hier oben lang gehen. Kann hier durch und kann hier quasi dann... warte mal. Hä? Achso, da muss ich mich nicht da durchquetschen, deswegen ist der Weg da gemacht worden. Okay, gut. Gut, alles klar, hat sich das erledigt. Was war hier nochmal? Ach stimmt, hier war nur der Dingens. Da liegen ja Bomben, guck mal hier. Oder nee, das sind riesige Patronenhülsen. Wahrscheinlich war ja irgendwo eine riesen Flak oder sowas. So ein Abwehrturm oder sowas in der Nähe. In der Art. Naja. So. Vermisst, erreichen Sie das Wrack der Endurance. Alles klar, machen wir. Der quasi schon auf dem Weg. So, jetzt muss ich hier rüber. Warte, ich wollte die gerade platt machen. Komm, den erwischt. Achtung. Nein. 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 Scheiße, nicht erwischt. Schade. So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Da hinten. Sollst du dich aufziehen? Ich muss etwas Stärkeres finden. Ach, da unten. Gut, machen wir es halt so. Zack. Ah, stimmt. Jetzt fällt mir auch gerade wieder was ein, was man ja noch kriegt für ein Teil. Ja, ja, okay. Gut, ich verrate nichts. Die Sonnenkönigin wird alt. Sie ihre Nachfolgerin bestimmen. Ich fürchte, dass ich es sein werde. Ich bin jetzt ihr Liebling. Sie verhätschelt mich, nennt mich ihre erste Tochter. Sie hält mich stets bei sich wie eine Puppe. Kämmt mein Haar, zieht mir ihre Lieblingskleider an. Das beunruhigt mich kolossal. Aber noch schlimmer ist ihr Blick, der fortwährend auf mir ruht, als ob sie ihr eigenes Spiegelbild betrachtet. Ja, woran das wohl liegt, ne? Ich weiß es schon, aber ihr werdet es auch noch erfahren, woran das wohl liegt. So, ja, da kommen wir nicht durch, durch den Zaun oder was das da ist, durch die Mauer. Da fehlt uns noch ein Item für, was sag ich mal, was wir aber bald kriegen. Das kriegen wir auf jeden Fall bald. So. Erstmal hier durch.
Kann ich jetzt eine Fackel hier unten anmachen? Nee, geht nicht. Na, komm schon. Schneller, Lara, schneller. So. Die Endurance. Sie schlachten sie aus. Tja. So. Wir müssen da unten hin. Sehr gut. Ja, wir können nicht nach rechts. Wir müssen hier nach rechts. Naja, wir können nicht hoch, wir müssen hier nach rechts, so meine ich, Entschuldigung. So. Zack, hier lang. Ah, da ist einer von diesen Kanonen, ich meine. Einer von diesen riesigen Viechern. Ja, ziemlich Assassin's Creed-like hier, die ganze Sache. So, aber hier war keiner mehr, ne? Ich packe schon mal die Knarre raus. Schrotfinte gefunden, sehr gut. Und schon mal den Schalldämpfer raus. Das müsste reichen. Gut, versuch jetzt. Zack, der war eiskalt erledigt. So, das weiß ich noch hier. Das ist ein richtig, richtig fetter Kampf hier. Sei lieber ruhig, Bruder. So redet man nicht. Ruhig halten, wir ziehen ihn raus. So, warte, wir. Was geht da oben im Palast wohl vor? Ich kill jetzt erstmal den Schweißer da oben. Gibt's ein Problem, dann wissen wir Bescheid. So, dann killen wir den rechts, den Schweißer da oben. So, jetzt sind nur die zwei da uns im Weg. So, warte mal, wir holen mal gerade den Bogen raus. Versucht die hier so ein bisschen im Sneak zu killen. Moment, er klemmt! Scheiße, und jetzt? Dieser Job ist scheiße. Bruder, bitte. Ich bin nicht dein Scheiß, Bruder. Nicht kotzt das alles. Wir werden diese ganze nutzlose Scheiße. Reißen uns den Arsch auf. Und wofür? Vater Matthias. Okay, Leute, ich weiß eh, was auf mich zukommt. Was ist da unten los? Alles in Ordnung? Alles bestens. Nein. Setz nur den Generator wieder in Bewegung. Zurück an die Arbeit. Ich hab den Eiskalt erschossen, ne? Was ist das denn? Noch Hilfe! So, shit. Shit, 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 shit. Boah, verdammt nochmal. Boah, das gibt's doch nicht. Habt ihr das gesehen, wie schnell wir tot waren? Unglaublich. Okay, nochmal das Ganze neu. So, erstmal den Schweißer da oben nochmal. So, warte. Den. Dann. Den. So, hier von links hat mich auch jemand gerade erschossen. Hier. Jetzt mal von da irgendwo. Ich sehe da keinen. Moment, er klemmt. Scheiße. Und jetzt? Zum Beispiel, ich geh mal gerade hier lang. Ich bin nicht dein Scheiß, Bruder. Ich kotze das alles. Wir werden diese ganze nutzlose Scheiße. Lass uns den Arsch auf. Und wofür? Vater Matthias. So, den einen habe ich auch schon mal erledigt. So, wo ist denn hier noch jemand? Was ist da unten los? Alles in Ordnung? So, wie gesagt, der Kampf ist eh unausweichlich. Das heißt, wir machen jetzt wieder Offensive. Oh, Pam, auf Wiedersehen. So, von wo? Da ist einer. Da hinten ist einer. Den da auf jeden Fall. Haben wir es jetzt schon mal leichter. So viel ist schon mal gesagt. So, warte, wir rüsten mal die Dingens aus. Jo, natürlich. Wie
Wiedersehen, auf Wiedersehen. Ich sag ja, dieses Zielfernrohr, das war schon nicht schlecht. Granate. Wiedersehen. Ja, ich weiß nicht, wie ich schieße. So, mal nachladen hier. Na doch nicht. Ey, das ist immer so geil, ne? Wie geil die mit diesem Dingens werfen, ne? Mit diesem Dynamit. Wieso ist schon wieder jetzt meine Knarre weg? Ich habe keine Munition mehr, kann das sein? Hast du diese Typen, ne? Die mit Dynamit werfen. Ja, klar, natürlich. So, ich glaube, das ist der letzte, oder? Komm her. Pam. Komm, den will ich mal im Nahkampf erledigen, den Kerl. Achso, warte, Sekunde. Komm her, komm her, komm her. Ich weiche aus. Pam. Drecksack, du. So, ich glaube, das dürfte es gewesen sein. Wie gesagt, der Kampf ist eigentlich unausweichlich. So. Wie viel haben wir die vier am Anfang direkt gekillt, nachdem wir die Tonne in die Luft gejagt haben? Oder Dingens hier. Wisst ihr, was ich meine? Manchmal fallen mir die einfachsten Sachen nicht ein. So, hier, alle Granaten haben wir voll. Laden wir gerade hier durch. Ach, guck mal, da fehlt mir gut was an Munition. Yo, shit, da brauche ich dringend mal wieder Munition für. Was haben wir jetzt dafür an Munition? Na gut, das ist schon auf jeden Fall ein bisschen mehr. Gut, hier ist noch ein Buch. Feldbericht der Expedition. Unsere Küstenbasis wurde von unbekannten Kräften angegriffen. Wir vermuten, dass die Amerikaner hier sind und versuchen, unsere Operation zu sabotieren. Die Kommunikation auf der gesamten Insel ist gestört und wir haben schwere Verluste. Viele unserer Soldaten sind einfach verschwunden. Die verbliebenen Männer sind unterwegs zum Kloster, um die Kontrolle über die Wetterphänomene zu erlangen. Wir rechnen mit heftigem Widerstand unterwegs. Erbitte schnellstmögliche Verstärkung. Aha, okay. Da geht es wohl um die Leute, die die Insel wahrscheinlich entdeckt haben, würde ich jetzt mal tippen. Der hat halt geschrieben, wie das alles hier passiert ist und so weiter. So, wir gehen jetzt erstmal hier hoch. So, eine Munition, jede Menge, das ist sehr schön. So, da kamen wir noch nicht, oder kamen wir da schon rein? Ich muss mal von da kommen. Kurz von da. Oh ne, das ist glaube ich so eine dicke Stahltür, ne? Ne. Da kamen wir nicht rein. So, wir mussten auf jeden Fall da hoch. Hier können wir auch nochmal hochgehen, aber dann kamen wir nur wieder runter. Das ist ja Schwachsinn. Wir müssten da hinten auf jeden Fall hoch. Da müssen wir hoch. Nur wie kamen wir da nochmal hin? Sekunde, kurz mal umsehen. Wie war das hier nochmal? Da war es nicht. Ah, ich gehe da nochmal gerade hier hoch. Ja, okay, gut. Kommt man eins auch hoch. So, wir gehen nochmal hier und dann nochmal da hoch. So. Ah, warte mal. Kann es sein, dass wir. Nee, doch nicht. Hä? Wie war das denn hier nochmal? Wie war das denn nochmal hier? Wie kann man denn dann nochmal hoch? Ne, darüber auch nicht. Da auch nicht. Ah, warte mal. Kann es sein, dass wir da irgendwie gegenspringen konnten? Ne, auch nicht. Sag mal. Ah, blind. Ich bin so blind. Gut. Ja, klar, natürlich. Brandmunition. Da ging halt keiner was.
vorzubringen. Naja, kommt ihr mal her. Währenddessen lade ich mich erstmal hier wieder auf. Mit Munition und allem. Ja, macht ihr nur mal. Aber da gibt es erstmal eine Granate für dich. Wiedersehen. Für dich da oben auch. Wiedersehen. Du auch, mach's gut. Von hinten ist noch irgendwo einer, ne? Wie lügst du immer noch? Will er mich verarschen? Ey, das gibt's ja wohl nicht, oder? Der Typ hält zwei Granaten aus. Kann aber nicht wahr sein. Ich glaube, es hackt. Ist hier noch irgendwo einer? Mach's gut. So, haben wir's endlich. Yes. Wir haben's endlich. So, sehr schön. Wir sehen. Sonst noch jemand? Sonst jemand ohne Fahrschein? Gut, das gehen wir erstmal kurz zurück und holen unsere Kisten da vorne. Diese, diese und diese da hinten. Oh, hier ist sogar noch eine große Kiste. Gar nicht gesehen. Zack. Sehr gut. Wie sie einfach nur drüber gelaufen ist. Ganz normal. Auch nicht schlecht. So. Dann hangen wir uns mal hier ran. Wir müssen, glaube ich, hier einmal rum, ne? So, zack. Und hier oben dran. So. Und damit wären wir hier oben. In was für ein Mist bist du denn da wieder reingeraten? So, hier den Typen noch looten. Das hier noch aufmachen. Und das noch. So. So, dann können wir theoretisch hier runter, ja. Und ja, mit dem schönen Ausblick, Leute, machen wir auch Schluss für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Hinterlasst mir doch bitte mal einen Kommentar oder like das Video, damit ich weiß, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Tomb Raider. Tschüss, Leute. Tschüss.